Dann kommen wir zu Fatma Aydemir. Fatma wurde in Karlsruhe geboren, nicht im Wedding, wie manche angenommen haben, wie ihre Protagonistin im Buch. Sie hat Germanistik und Amerikanistik studiert, ist jetzt seit 2012 Redakteurin der Taz im Ressort Taz 2, das Gesellschaftsressort der Taz. Und sie schreibt aber auch als freie Autorin über Pop und Politik bei der Musikzeitschrift Spex und der feministischen Zeitschrift Missy Magazine. Bei der Taz hat sie zum Beispiel letztes Jahr im Mai 2016 zusammen mit der Kollegin Marlene Halser die Günlük-Gazette auf die Beine gestellt. Günlük-Gazette ist eine Übersetzung für die Tageszeitung auf Türkisch. Da war der Anlass der Internationale Tag der Pressefreiheit und das war dann so eine bilinguale Taz-Ausgabe. Jetzt leitet Fatma seit vergangenem Spätherbst das Projekt Taz Gazete, eine Webseite, die türkischen Journalisten und Journalistinnen ein Exil gibt, da ja viele Medienhäuser in der Türkei schließen mussten. Und damit aber die Stimmen auch immer noch lesbar sind, gibt es jetzt eben Taz Gazete. Und in der Zwischenzeit zwischen diesen beiden Mammutprojekten war Fatma noch in Istanbul, um ihren ersten Roman fertigzustellen, Ellbogen, den wir jetzt hier gleich besprechen werden. Und ja, auf jeden Fall schon mal vorweg, also der Besuch letztes Jahr in der Türkei fiel zusammen mit dem Putsch im Juli, der ja auch im Buch stattfindet. Genau, aber zur politischen Lage der Türkei kommen wir wahrscheinlich später mehr. Jetzt sind wir erstmal bei Hazal Ak Gündüz, eine junge Frau im Berliner Wedding. Vielleicht kannst du kurz Hazal beschreiben, was ist das für eine Frau? Hallo, erstmal danke fürs Kommen. Ich muss mich total anstrengen, gerade kopfmäßig hier zu sein, weil der Carlos Santana live spielt nebenan. Und es ist so wahnsinnig ablenkend, weil ich mag Santana. Ich würde nachher nochmal gehen und mir ein Autogramm besorgen. Genau, aber es geht um Hazal, nicht um Santana. Hazal, was ist Hazal für eine Person? Hazal ist keine durchweg sympathische Person. Sie hat mich sehr lange genervt während des Schreibprozesses. Gleichzeitig ist sie aber meine beste Freundin. Das haben vielleicht beste Freundinnen so an sich, dass sie nerven und gleichzeitig liebenswürdig sind dabei. Genau, wie Katrin hatte ja schon gesagt, ich bin nicht Hazal, also ich bin nicht in Wedding geboren. Ich bin auch 12 Jahre älter und habe eine ganz andere Biografie. Als Hazal, das Einzige, was uns eigentlich verbindet, ist, dass unsere Eltern aus der Türkei eingewandert sind und dass wir beide R&B hören. Ansonsten, genau. Hazal ist aber auch eine wütende Person. Vielleicht ist es das, was uns so verbindet, weil sie ist 17, wird 18 in einem Buch und hat eine unheimliche Wut im Bauch, die unter anderem auch mit ihrem Alter zu tun hat, aber auch mit anderen Umständen. Und die Geschichte beginnt, dass Hazal 18 wird und natürlich feiern gehen will. Dann gibt es noch die Diskussion, darf sie jetzt bei ihrer Freundin alibimäßig da schlafen? Ja, nein, dann darf sie. Und dann sind es eben diese am Anfang 4 Freundinnen, die dritte kommt dann nicht mit, die sich auf den Weg in einen Club begeben und sich natürlich schick gemacht haben und so weiter. Und ja, dann stehen sie vor dem Club und das ist so die erste Szene, die du aus dem Buch vorlesen möchtest. Genau. Richtig? Soll ich schon lesen? Nein? Ja. Ja? Okay. Genau. Ich lese aus dem, so quasi so bis knapp vor der Mitte des Buchs. Genau, aus Hazal und ihre Freundin, sie gehen zum allerersten Mal in einen Club. Hazal ist an dem Tag 18 geworden und ist unheimlich aufgeregt. Sie haben schon ordentlich getankt und haben unheimlich unbequeme Schuhe an und genau, tragen Klamotten, von denen sie denken, dass man sie in Clubs trägt. Sie wissen de facto eigentlich auch gar nicht, wie
was man da so macht, aber sie freuen sich drauf. Je näher wir der Tür kommen, desto nervöser werde ich. Ich bin besoffen, aber mein Kopf ist immer noch zu klar für die Situation hier. Immer wieder werden Leute an der Tür abgewiesen. Sie gehen dann sofort wortlos zurück an der gesamten Warteschlange entlang, mit hängenden Schultern und leeren Augen. Ich dachte immer, nur reine Männergruppen werden nicht reingelassen. Aber auch Frauen laufen zurück, Paare, kurzhaarige Tussis, alle möglichen Leute. Ich erkenne keine Logik dahinter. Die Franzosengruppe vor uns ist dran. Der linke Türsteher mit der krummen Nase betrachtet sie und macht ein Gesicht, als ob er dem Lockenkopf gleich zwei aufs Maul geben will, nur um ihn weinen zu sehen. Er dreht sich zu seinen Kollegen um und quatscht mit ihnen. Er ist ein Riese, bestimmt über 2 Meter groß, mit einem Rücken wie ein Stier. Eine Weile stehen die Franzosen nur so da, ohne ein Wort zu sagen. Sie starren zum Türsteher hoch und betteln ohne Worte, wie kleine Hundebabys. Nach einiger Zeit dreht er sich endlich wieder zu ihnen zurück. Er will ihre Ausweise sehen. Sie halten sie alle schon bereit in ihren Händen. Es sind solche kleinen blauen Karten. Ey, habt ihr das gesehen? Lasst uns unsere Ausweise auch schon mal rausholen, sage ich. Bleib locker, Hazal. Wir sind doch keine Opfer, sagt Elmar und zündet sich eine Zigarette an. Gül beobachtet den Lockenkopf und trägt dabei ihren Lippenstift nach. Sie verschmiert die Seiten komplett. Ich lecke meinen Daumen feucht und korrigiere den Rand. Die Franzosen dürfen rein. Der Lockenkopf winkt Gül zu und verschwindet durch das Tor. Der Türsteher dreht sich nun zu uns. Er widmet uns einen konzentrierten Blick. Gül läuft einfach weiter, will an ihm vorbei. Der Türsteher streckt seinen Riesenarm wie eine Schranke aus und sagt, Moment mal. Er mustert uns viel länger als die Franzosen. Emma schaut nicht zurück. Sie blickt rauchend um sich, als wäre er ihre Aufmerksamkeit nicht wert. In ihren Augen leuchtet das gelbe Licht der Laterne über uns. Der Türsteher dreht sich zu den anderen Türstehern, die neben ihm ganz klein und dünn wirken, obwohl sie es nicht sind. Ich versuche zu hören, wovon sie sprechen. Aber der Bass aus dem Club ist zu laut. Ich höre nur eine Art Gelächter, ganz tief und irgendwie ätzend. Er wendet sich wieder uns zu und schaut mir in die Augen. Heute nicht, ist zu voll. Krass. Sein Ton ist eine Wand aus Beton, da gibt es nichts zu verhandeln. Wie bitte? Fragt Elmar irritiert. Heute nicht, habe ich gesagt. Es ist zu viel los, da können nicht alle rein. Wir sind nicht alle, sagt Elmar. Er zuckt mit den Schultern. Wir haben 2 Stunden gewartet. Jetzt klingt Elmar angepisst. Er winkt uns mit seiner Hand weg und sagt, die Nächsten bitte. Aber unsere Freunde sind drin, ruft Gül. Ich klopfe ihr auf die Schulter und flüstere, lass Elmar das mal regeln. Elmar sucht den Blickkontakt zu dem anderen Türsteher, dem eine Augenbraue fehlt. Sie fragt, was das soll. Er sagt, heute nur Stammgäste. Und wir sind keine Stammgäste, oder was? Seine Augen wandern an ihr auf und ab. Sieht nicht so aus. Emma wirft ihren Kopf genervt zur Seite und fängt an, hektisch von Nuri zu erzählen, dass sie für ihn arbeitet im La Magique und dass ihn doch alle Türsteher kennen. Aber der Türsteher grinst nur und sagt, schönen Abend noch. Wir stellen uns an die Seite. Emma kramt ihr iPhone raus. Nuri geht nicht ran. Sie versucht es nochmal. Gül redet endlos davon, dass sie sich die Nummer von dem Lockenkopf nicht notiert hat. Hallo, Nuri? Ich bin's. Emma geht ein paar Meter weiter weg. Sie telefoniert abseits der Laterne. Wir sehen nur ihre Silhouette, die High Heels, die kräftigen Waden, den wild gestikulierenden Arm. Und dann erstarrt sie auf einmal und nimmt das Handy vom Ohr. Sie bleibt im Dunkeln stehen, schüttelt nur den Kopf. Nach ein paar Sekunden läuft sie zurück zu uns, den Blick ins Leere. Was ist? Was hat er gesagt? Sie zieht eine Zigarette aus ihrer Handtasche und schaut zu Boden. Er sagt, wir hätten hier sowieso nichts verloren und sollen nach Hause gehen. Ich gebe ihr Feuer, sie zieht eine Augenbraue hoch. Und er sagt, ich soll ihn nie wieder wegen so einer Scheiße anrufen. Dieser Bastard, sage ich. Gül schaut verwirrt um sich. Okay, was jetzt? Soll ich mit dem Türsteher rummachen? Das war's. Die Szene
in der Kürze, in der du sie vorgelesen hast, ist es ja wahrscheinlich eine Szene, die schon einige Personen in Berlin erlebt haben. Man macht sich schick, man geht zum Club, kommt nicht rein. Was macht diese Szene innerhalb des Buches aber besonders? Wie entwickelt sie sich weiter? Innerhalb der Szene macht sie vielleicht besonders, dass, also dass diese Mädchen das zum ersten Mal erfahren und sie sich nicht dessen bewusst sind, dass es jetzt etwas ist, was uns allen irgendwie mal passiert, mal mehr und mal weniger. Aber also innerhalb des Buches ist es auf jeden Fall, es ist an einem Punkt, an dem wirklich endlich was Tolles passieren soll, nachdem Hazal echt so ein paar Rückschläge erlitten hat so während der Geschichte und eh total genervt ist von allem. Einfach weil sie in der Spätpubertät ist, weil man da generell genervt ist, aber auch gleichzeitig, weil sie findet keinen Zugang auf den Arbeitsmarkt, sie findet keine Ausbildung, sie will unabhängig von ihren Eltern sein, schafft es nicht finanziell, gleichzeitig will sie ein selbstbestimmtes Leben, das kriegt sie, das ist auch irgendwie nicht so greifbar, obwohl sie eben volljährig wird, aber es ist diese Hoffnung da, ich werde 18, es wird alles anders, ich gehe zum ersten Mal in den Club. Und dann ist halt diese Situation an der Tür und das ist halt, da spielen so verschiedene Faktoren mit rein, vor allem, dass die Mädels halt total besoffen sind. Aber genau, sie machen sich dann enttäuscht auf den Weg und treffen an der U-Bahn-Station auf einen jungen Mann, der sie blöd anmacht eigentlich, also so eine rassistische und sexistische Bemerkung von sich gibt und die Situation eskaliert und die Mädchen machen das, was nicht von ihnen erwartet wird. Sie gehen nicht einfach weiter beleidigt, sondern sie schlagen zu und schlagen heftig auf eine Person ein, auf den Mann. Also kann man sozusagen sagen, wenn man jetzt, was du gerade gesagt hast, jetzt wirklich nochmal so mit dem Vorschlaghammer formuliert ist, so diese Tür des Clubs steht auch wie so eine Tür fürs Leben irgendwie, ne? Also das ist so, dass es so ein Gefühl gibt bei Hazal, was anderen Leuten ein Leben, das andere Leute führen können, bleibt ihr verwehrt. Ja klar, also diese Clubtür ist schon eine metaphorische Tür. Es gibt in der Erzählung auch noch ein paar andere Türen. Also auf der ersten Seite gibt es zum Beispiel die Tür, das ist eine Erinnerung an sie, als sie noch 7 war. Da gibt es die Tür von zu der tollen Wohnung ihrer tollen Freundin Desiree. Sie kennt die Wohnung nicht, sie darf nie diesen Türrahmen passieren irgendwie. Sie weiß nicht, wie es bei Desiree zu Hause aussieht. Irgendwie, die Mutter winkt sie immer nur schnell rein und die dürfen sich nur draußen mal kurz sehen. Aber also es gibt mehrere Türen, an denen Hazal immer wieder, wo sie einfach de facto draußen bleibt. Es gibt natürlich auch so jetzt... Vorhin habe ich gesagt, dass es total schwierig ist für sie, auf einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewinnen, einen Job zu finden, eine Ausbildung zu finden. Das ist natürlich auch, also es gibt so mehrere Schwellen, die sie nicht passieren kann. Und es wird auch weitergehen noch nach dieser Sache. Aber genau, also diese Tür des Clubs ist eigentlich nur eine von vielen. Ich finde, das beschreibst du an einer anderen Stelle auch total gut, wie sie sitzen dann in der S-Bahn, sind eben auf dem Weg zur Friedrichstraße und dann schaut sie sich die anderen Personen in der S-Bahn an und die in Doppelbetten schlafen, die erst Wein trinken und dann irgendwann Whisky, weil sie halt alt genug sind und genau, und Hazal trinkt halt so Wodka Red Bull, also das ist so ein bisschen... Auch schön. Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Genau, dann gibt es eben diese Szene im U-Bahnhof Friedrichstraße und natürlich kommen einem dann so Bilder in den Kopf von jetzt zum Weihnachten, als eine Person in einem U-Bahnhof angezündet wurde. Eine Szene, wo eine Frau die Treppe runtergestoßen wurde oder eben auch, ich glaube, das war auch im U-Bahnhof Friedrichstraße, eine Szene, wo 3 Personen einen Mann eben auch verprügeln. Ich glaube, sogar zu Tode prügeln. Und es sind aber, die Täter sind jeweils männlich. Bei dir sind es Täterinnen. Was ist die Faszination daran,
sozusagen diese ganzen, diese Gewaltexzesse, die wir sonst immer nur als männlich sehen, jetzt auf Frauen zu übertragen? Also natürlich hat diese U-Bahn-Szene einen Anknüpfungspunkt an diese Ereignisse. Also ich bin auch, das war eigentlich auch die erste Szene, die ich im Kopf hatte, bevor ich angefangen habe, an diesem Buch zu schreiben. Und weil eben vor, also du hast jetzt vom letzten Jahr gesprochen, das ist eigentlich interessant, dass letztes Jahr wieder so aktuell wurde, weil eigentlich sind diese U-Bahn-Schlägergeschichten ja so quasi, ich glaube, so um die 10 Jahre alt, als die Sachen sich so gehäuft hatten. Und als auch viel darüber gesprochen wurde, okay, was ist das jetzt, wie sprechen wir darüber, wie thematisieren wir das in den Medien und so weiter. Und genau, das hatte mich damals schon so sehr bewegt und auch ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich jetzt mit so einem brutalen Bild irgendwie machen soll oder wie ich mir das erklären soll. Und dann kam eben tatsächlich die Geschichte, die Idee darüber eigentlich, mein erstes Buch zu schreiben und über dieses Bild halt einfach von Gewalt und von Migration zu sprechen, weil das eigentlich so die Themen sind, die mit diesem Bild immer auch so verbunden waren. Aber genau, die Entscheidung, das jetzt als auf Frauen zumindest, ist einfach, weil erstens, ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen und zweitens, ich wollte natürlich, also es war klar, dass es eine Deutsch-Türkin wird, einfach, dass sie eine Herkunftsgeschichte hat, die ähnlich ist wie meine, also hier geboren, aber eigentlich kommen die Eltern von woanders und so. Aber ich wollte nicht diese typische Opferrolle bedienen, die normalerweise Deutsch-Türkinnen in der Literatur oder im Fernsehen, in Filmproduktion des Öffentlich-Rechtlichen oder so, immer wieder irgendwie so dieses arme türkische Mädchen, was irgendwie ein Kopftuch tragen muss oder geschlagen wird oder so halt. Ich meine, Hazal hat auch ihre Probleme, aber sie tritt aus dieser, sag ich mal, Opferrolle heraus. Nicht in einer coolen Situation, die Gewalteskalation ist irgendwie, ist eigentlich scheiße so, dass ihr danach kriegt sie unheimlich viele Probleme auch, aber gleichzeitig empfindet sie das halt als Befreiungsschlag und gleichzeitig finde ich das als Autorin oder auch als Leserin fände ich das irgendwie befreiend, Frauen in Gewaltszenen einfach mal auf der anderen Seite zu erleben. Also bei Gewalt ist auch eine Frage von Machtverhältnissen und genau, dass die Frau eigentlich einfach Machtverhältnis auf der anderen Seite steht und nicht dort, wo man sie üblicherweise vermutet und sieht. Ich finde, das ist ja auch so ein Thema von Hazal im ganzen Buch, immer so dieses Nicht-Opfer sein wollen und ne, auch dann irgendwie so anderen Leuten sagen, du opferst total rum, voll peinlich. Und es gibt aber auch diese Szene, sie wird als, kurz bevor sie ihren Geburtstag feiert, beim Clown erwischt und ist in so einem Drogeriemarkt und im Prinzip damit, weil sie erst noch 18 ist, damit der Landdetektiv nicht ihren Eltern Bescheid sagt, fängt sie halt an zu weinen und eben auch so ein bisschen diese Rolle zu spielen des deutsch-türkischen Opfers und die Eltern sind so streng und so weiter. Und ich glaube aber irgendwann später im Buch hat sie ja dann schon so eine Erkenntnis, so ja, aber es war nicht gespielt, ich bin das schon auch. Und also so habe ich es zumindest gelesen und ich frage mich halt so ein bisschen, es ist so einerseits, ist sie halt so stark auf eine sehr brutale Art und Weise, andererseits wird sie ja aber schon auch als Opfer der Umstände beschrieben und ich habe mich gefragt, wie streng muss man eigentlich mit Hazal sein oder wie streng bist du mit ihr? So, also ne, diese komm klar oder ist schon auch echt eine schwierige Situation, in der du groß bist. Also das ist, ich glaube, das weiß nicht, das wird im Buch so nicht vorgegeben. Ich finde, jeder kann mit Hazal machen, was sie oder er möchte, so beim Lesen. Ich bin als Autorin nicht besonders nett mit ihr umgegangen, glaube ich. Ich schicke sie echt so durch die Hölle. Aber
ich weiß nicht, ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Hazal, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also irgendwie ist sie natürlich, sie ist halt auch einfach 18 und nicht 30 und das ist nochmal eine andere Sichtweise. Ich glaube, das Problem auch von diesem Beispiel, was du jetzt gesagt hast, das Hazals großes Problem ist, dass sie sehr auf den Blick fixiert ist, den andere Menschen auf sie werfen. Also sie ist sehr abhängig davon, zu wissen oder zu erahnen, was andere Menschen von ihr halten, wie sie gesehen wird. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Qual, sowas, ne? Weil vor allem sie ja auch hadert mit dieser Zuschreibung, also mit diesem armes Opfermädchen, die muss man doch befreien. Gleichzeitig spielt sie aber auch damit, weil sie das irgendwie kennt aus der Schule oder so, dass sie dann anders behandelt wird in bestimmten Situationen irgendwie von den netten Deutschen, die sie retten wollen. So. Also sie spielt auch damit und sie ist halt in dem Sinne jetzt irgendwie kein Unschuldslamm, sowieso nicht irgendwie während der Erzählung, aber auch nicht naiv. Also sie in gewisser Weise schon so naiv, wie man es einfach in dem Alter ist, aber gleichzeitig versucht sie natürlich auch die Umstände für sich zu nutzen und das ist irgendwie, ja, das ist voll okay, dass sie das macht. Ich habe ja natürlich in der Vorbereitung einige Rezensionen zum Buch gelesen und das hatten wir jetzt ja auch schon im Gespräch, dass dann oft die Parallele gezogen wird, bist du Hazal? Nein, bist du nicht. Und tatsächlich sind eure Leben ja doch sehr unterschiedlich. Ne? Also du hast studiert, arbeitest jetzt irgendwie in einer Zeitungsredaktion und sie ist viel jünger, macht eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, eine BVB. Ich würde gerne von dir wissen, wie hast du sie denn sozusagen gebaut? Hast du recherchiert? Ist das eine Vorstellung von dir, wie du glaubst, dass eine Person, die im Wedding groß wird, mit dieser Biografie lebt? Das würde mich interessieren. Es ist eine Mischung aus allem. Also ich bin nicht im M41er-Bus hin und her gefahren und habe Notizen gemacht, so ganz unauffällig, sondern oder so ein Aufnahmegerät laufen lassen, wenn Leute gesprochen haben. Sie ist nicht in Berlin, der M41er genau, ist ein ja, Bus ja. In Neukölln, der immer sehr voll ist. Ja, das ist cool. Nee, ich bin nicht mit den veröffentlichten Verkehrs... Recherche. Es ist schwierig irgendwie zu sagen, okay, das und das habe ich als Recherche tatsächlich gemacht. Also, aber ich habe einen Bezug zum Wedding. Es ist nicht irgendwie ein fremder Ort für mich, auch wenn ich selbst nicht da aufgewachsen bin. Ich habe Familie da und Wedding ist zum Beispiel auch der einzige Ausschnitt Berlins gewesen, den ich kannte, bis ich vor 5 Jahren dahin gezogen bin, weil ich von klein auf immer nur zu Familienbesuchen in Berlin war und nur den Leopoldplatz quasi gesehen habe im Stadtteil Wedding. Und das war Berlin so und mehr nicht. Deswegen ist diese Beziehung schon so da. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich habe da auch die erste Zeit, als ich nach Berlin kam, irgendwie gewohnt bei meinen Cousins im Kinderzimmer, die halt so ungefähr so alt sind wie Hazal auch. Also das ist nicht meine Cousine oder so. Also es ist nur so, ich hab, glaube ich, so eine, wie soll ich sagen, ich habe so eine Außenseiter Sicht irgendwie so ein bisschen auf die Umstände da, aber gleichzeitig ist es halt super fiktionalisiert, super konstruiert alles. Ich kann nicht sagen, so und so habe ich sie gebaut. Ich würde eher sagen, ja, also Hazal ist schon ein Konstrukt in meinem Kopf, das ich halt irgendwo angesiedelt habe und das war halt dann der Wedding. Also die Geschichte hätte auch, was weiß ich, in Bremen-Blumenthal spielen können. Da hätten sich wenige Dinge verändert, glaube ich, in der Geschichte. Also so ein paar Eckdaten, aber es ging jetzt nicht darum, die Berlin-Geschichte zu erzählen. Hazal war für mich viel interessanter als nur das Mädchen aus dem Wedding irgendwie. Also da spielt viel mehr eine Rolle als nur diese geografische Angabe jetzt. Hazal teilt ja ziemlich viel aus. Wir lesen das Buch ja sozusagen aus ihrer Perspektive. Und ich habe mich gefragt, wie viel Spaß du persönlich dabei hattest, so Sätze zu schreiben wie Deutsche gehen doch immer ungeschminkt zur Arbeit oder dass dir eine Mutter aussieht wie eine Barbie mit schönen Titten oder
dass das weiße Deutsche immer glitschig küssen. Also ich hatte, also da ich dich ja kenne, hatte ich so das Gefühl, du hattest irgendwie auch so Spaß dabei, einfach mal so eine derbe Sprache zu verwenden, die sich jetzt irgendwie nicht darum schert, irgendwie korrekt zu sein oder irgendwie eine abwägend zu sein. War das so? Ja, also ich bin, aber ja, aber jeder Mensch spricht ja anders in verschiedenen Kontexten. Also ich laufe im Büro jetzt nicht rum und sage, du Opfer, deswegen ist es für dich vielleicht nicht so. Aber mit meinen Freundinnen spreche ich ja auch anders. Na, ist so. Also tatsächlich, ich spreche jetzt nicht eins zu eins wie Hazal. Ihre Sprache ist auch komplett konstruiert, aber wie soll ich sagen, ich brauche keinen, also es hat total Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich den Ausbruch aus der Political Correctness brauche oder so. Ich bin da gar nicht so dogmatisch, würde ich sagen. Aber es hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hazal ist, wie gesagt, auf der einen Seite hat sie mir total viel Spaß gebracht, irgendwie, weil ich mich so gehen lassen konnte in bestimmten Situationen, wo ich so dachte, weil Hazal ist schon natürlich, also ist schon eine Person, die ich sein könnte, glaube ich, in gewisser Hinsicht so. Also sie, so in bestimmten Situationen denken wir schon sehr ähnlich, aber gleichzeitig ist es auch total schmerzhaft irgendwie, sich in so eine 17-Jährige reinzuversetzen, hatte ich das Gefühl. Also für mich war das schwierig, weil ich habe viel darüber nachgedacht, was ich so mit 17 gemacht habe und wie ich über die Dinge gedacht habe und was für Probleme ich hatte. Und ich habe gemerkt, dass alles ein Problem gewesen ist. Halt, jeder Scheiß war so existenziell und das hat nicht Spaß gemacht. So. Und dahin zurückzugehen und das so aufzuschreiben oder das irgendwie versuchen, so in der Geschichte rüberzubringen, das ist, hat natürlich auch genervt. Also teilweise hatte ich schon zu kämpfen so mit bestimmten Szenen, die ich dann echt so lange aufgeschoben habe, weil es zu krass war. Ja. In dem Buch tauchen ja sozusagen so weiße Deutsche eigentlich nur völlig marginal auf. Ist es was während des Schreibens passiert ist, oder ist es auch eben so eine bewusste Setzung, so hey, es gibt so ein Leben, das hat mit eurem, ne, der allgemeine Leser wird ja immer so als so Durchschnittsdeutscher weiß irgendwie gesehen, dass da ist ein Leben, das hat mit euch gar nichts zu tun und schaut euch jetzt mal an, wie das aussieht. Nee, weil, also eigentlich hatte ich beim Schreiben keinen Leser vor Augen. Ich habe, also, weil du jetzt auch sagtest, ich sehe das zum Beispiel nicht so, dass der Durchschnittsleser 50 und Biodeutsch und so ist, ne? Also ich finde, ich habe das nicht im Kopf, weil ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer diesen Durchschnitt bestimmt so richtig. Also, keine Ahnung, vielleicht kann man Erhebungen machen, welche Leute Bücher kaufen, aber es gibt keine Erhebung dazu, welche Leute die Bücher dann in der Bibliothek ausleihen oder gebraucht kaufen oder so. Also es ist immer total schwierig, das zu sagen, und das hatte ich nicht im Kopf beim Schreiben. Also ich wollte diese Geschichte jetzt nicht jemandem, der den Wedding nicht kennt, irgendwie jetzt Sachen zu erzählen, die, also das war nicht die Absicht, deswegen aber also dass jetzt, sage ich mal, Herkunftsdeutsche nicht so eine große Rolle in der Geschichte spielen, hat natürlich damit zu tun, dass Hazal nicht so viele Berührungspunkte mit denen hat, außer eben, sie wird beim Clown erwischt, dann trifft sie den Ladendetektiv so. In der Schule hat sie eine Lehrerin, die, und dann, ich weiß gar nicht, ist die Mutter von einer Kindergartenfreundin oder so, ich glaube, es kommen drei Leute oder so vor, es sind gar nicht so, und der Student, den sie zusammenhaut, so auf die Art. Also es war, ich weiß nicht, es war gar keine so bewusste Entscheidung, glaube ich, sondern so selbstverständlich für mich in dem Moment, wo ich wusste, welche Geschichte ich erzählen will, dass es eben nicht so viele herkunftsdeutsche Figuren geben wird, die, oder wenn, dann überhaupt nur so Randfiguren, war jetzt nicht, weil sie keine Rolle spielen. Ja. Hazal, nach dem Vorfall an der Friedrichstraße flieht sie nach Istanbul, weil sie natürlich denkt, okay, es wird rausgefunden werden, dass wir das waren und so weiter, und dann haut sie eben einfach ab. Und da hast du auch noch eine kurze Stelle zum Lesen dabei. Ja. Also Hazal ist an der Stelle gerade in Istanbul angekommen und
hat sich erstmal 3 Tage in der Wohnung eingesperrt und geht jetzt eigentlich so richtig das erste Mal raus. Tagsüber wirkt die Gegend viel unfreundlicher als nachts. Die Gesichter, die mir begegnen, sehen alle entweder überarbeitet oder gelangweilt aus. Taxifahrer fluchen laut aus ihren offenen Wagenfenstern. Aus den Billigläden mit den 10-Lira-Schuhen pumpen Techno-Versionen von alten türkischen Popsongs. Meine gelbe Oma-Bluse bringt überhaupt nichts. Die Blicke der Typen, die Tee trinken vor ihren Schuhläden abhängen, fühlen sich an wie Drohungen. Alle tragen sie gefälschte Armani-Shirts und scharf getrimmte Frisuren. Ich weiß nicht woran, aber sie merken, dass ich nicht von hier bin. Ich senke den Kopf und laufe schneller. Es ist aber auch unmöglich, in dieser Stadt nicht paranoid zu werden. In allen türkischen Filmen und Serien, die in Istanbul spielen, werden früher oder später Frauen vergewaltigt. In allen. Manchmal passiert es in einem Club, manchmal zu Hause, manchmal in der Schule, manchmal auf offener Straße. In einigen Filmen werden sie anschließend abgestochen, in anderen vorher unter Drogen gesetzt. In vielen werden sie vom Vergewaltiger auf den Strich geschickt oder geheiratet. Die 4-spurige Straße, die zum Wasser führt, hat sich inzwischen in einen langen, wirren Zopf verwandelt. Die Autos kommen nicht voran und versuchen trotzdem alle, die Spur zu wechseln. Am großen Platz vor dem Hafen stehen 2 riesige Boxen, aus denen Volksmusik dröhnt, in einer Sprache, die kurdisch sein könnte. Ein paar Leute tanzen voll peinlich im Kreis herum. Andere stehen dabei und filmen sie. Würden sie nicht alle Jeans und Turnschuhe tragen, würde ich denken, dass sie eine Hochzeit feiern. Ich laufe an blumenverkaufenden Zigeunerinnen vorbei, denn an vielen kleinen Häuschen, in denen Leute sich mit Zeitungen zufächern und wahrscheinlich auf die nächste Fähre warten, die über den Bosporus zur europäischen Seite fährt. Überall wehen türkische Fahnen, winzige Papierfähnchen, mittelgroße Stofffahnen, übertriebene Monsterflaggen. Zwischen ihnen erscheint immer wieder ein Plakat mit dem Erdogan-Gesicht. Aber nicht so, wie man ihn normalerweise kennt. Nicht väterlich lächelnd oder winkend oder mit der rechten Hand auf der Brust. Stattdessen blickt er streng in Richtung Himmel, irgendwie hartnäckig. Hinter den Anlegestellen lande ich in einem Park mit bunten Sportgeräten, die alle aussehen, als habe sie seit Jahren keiner mehr benutzt. Manche sind richtig kaputt, es fehlen die Pedale oder der Sitz. Bei anderen weiß ich überhaupt nicht, was man mit ihnen anstellen soll. Ich setze mich auf eine kühle Stahlbank im Schatten und rauche eine. 2 ältere Damen in teuren Neon-Jogging-Anzügen ziehen eilig über die Promenade. Auf den Felsen am Wasser hockt ein Angler in der prallen Sonne, hinter ihm in der Ferne die Silhouette von irgendwelchen Riesenmoscheen. Ich starre rüber zu ein paar Jugendlichen, die mit Bier und Sonnenblumenkernen unter einem Baum liegen. Sie verarschen eine Zigeunerin, die ihnen Rosen für 2 Lira andrehen will. Sie sehen glücklich aus, sorgenfrei. Ich frage mich, was Elmar gerade wohl macht. Die letzten 3 Tage habe ich geschafft, fast gar nicht an sie oder an Gül oder an irgendwen anderen zu denken, den ich in Berlin zurückgelassen habe. Und auch, als ich sie mir alle jetzt vorzustellen versuche, Elmar unter dem blauen Licht der Puffbar, Mama hysterisch auf ihrem Dreiersofa, Eugen völlig stoned vor der Playstation, wirken sie Figuren aus einer Fernsehserie. Wie Figuren, die ich kenne, aber die gar nichts mit mir oder meinem Leben zu tun haben. Ja, die Reise nach Istanbul oder der Aufenthalt in Istanbul, der ist dann wie so ein Realitätscheck. Also vorher wird Istanbul so als Sehnsuchtsort bezeichnet, wo es schön ist, und dann gerät Hazal in so eine Situation. Also erstens hat sie ja keine Unterkunft oder nur so eine temporäre und nur so ein bisschen Geld. Und dann fällt es auch noch in die Zeit des Militärputsches von letztem Jahr in der Türkei. Und weil wir jetzt leider nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich mal so abkürzen und dich einfach fragen. Ich meine, du warst letztes Jahr genau zu dieser Zeit in Istanbul auch. Was, also wie hast du die
warst du ähnlich wie Hazal in der Nacht des Putsches eigentlich draußen unterwegs und warst dann auch so verloren, so wo soll ich überhaupt jetzt hin, nichts fährt? Nein, also ich war zu Hause. Ich kam gerade von der Bibliothek zurück und war zu Hause und bin dann auch zu Hause geblieben und habe Popcorn gemacht und habe mich vor den Fernseher gesetzt, weil ich nicht so wusste, was ich jetzt mit der Situation anstellen soll. Draußen hört man Schüsse und im Fernsehen laufen komische Sachen. Es war sehr traumatisch und gleichzeitig war es auch in dem Sinne, dass man nicht gecheckt hat, dass am nächsten Tag das Land, komplette Land auf den Kopf stehen wird, obwohl der Putsch scheitert, so auf die Art. Aber ich habe an dem Buch das erste Mal vor 3 Jahren geschrieben und ich war die letzten 3 Jahre tatsächlich immer im Sommer für ein paar Monate in Istanbul, um daran zu arbeiten. Also ich wollte einfach aus dem Alltag raus, so woanders sein, während ich daran arbeite. Und gleichzeitig war das für mich eine Möglichkeit, so einfach die Türkei und auch Istanbul ein bisschen besser kennenzulernen, als jetzt nur in 2 Wochen Urlaub oder so. Und das war halt das Jahr nach Gezi, als ich zum ersten Mal da war. Und ich habe jetzt mit jedem Jahr, in dem ich da war, einfach gemerkt, wie sehr sich alles nochmal zugespitzt hat, verschärft hat, wo man schon dachte, so okay, ab jetzt kannst du nur noch besser werden. Nein, es kam immer noch einer drauf. Die Regierung hat sich als noch verrückter entpuppt, als man annehmen konnte vor 2 bis 3 Jahren. Genau, und ich bin ein bisschen länger geblieben letzten Sommer nach dem Putschversuch, weil ich es einfach auch nicht auf die Reihe gekriegt habe, dann einfach so zu gehen, wo irgendwie mein ganzes Umfeld und eigentlich jeder Mensch in der Türkei unmittelbar von den Veränderungen betroffen war. Wenn 100.000 Menschen entlassen werden aus dem öffentlichen Dienst, dann macht das schon was so mit der Gesellschaft. Und gleichzeitig von Verhaftungswellen brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das wissen alle, sehen wir auch tagtäglich. Jetzt auch, dass halt irgendwie, ich habe als Journalistin auch gleichzeitig natürlich auch mit Kolleginnen vor Ort Kontakt seit über einem Jahr eigentlich schon. Und wir, die Gespräche werden immer trauriger. Wir haben vor einem Jahr schon überlegt, was wir anstellen können, weil die Situation so schlecht war und niemand hätte gedacht, dass es so schlimm kommt, wie es jetzt gerade ist. Und die Sache mit Deniz Yücel ist sehr erschütternd. Ich hätte nie gedacht, dass das alles sich so in die Länge ziehen wird. Ich hätte gedacht, es ist total einfach, einen deutschen Staatsbürger einfach da so rauszuholen. Und wo man doch irgendwie seit einem Jahr über alle Ungerechtigkeiten in der Türkei hinwegsieht zugunsten des Flüchtlingsdeals. Und es hat alles nichts gebracht, habe ich das Gefühl. Irgendwie die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die man irgendwie, wo man weggeschaut hat, nur um irgendwie bestimmte Deals machen zu können, haben nichts, wirklich gar nichts gebracht. Wenn Deniz jetzt irgendwie seit 3 Wochen in Einzelhaft in einer Zelle sitzt, in der er irgendwie wenigstens Zigaretten rauchen kann, aber ich glaube, in der Woche für 1 Stunde seinen Anwalt sieht, sonst nur Wand. Also das, genau, so viel zur Türkei. Vielleicht noch einen Ausblick. Am 16. oder 19. April ist das Referendum in der Türkei. Bis dahin dauert ja auch noch der Ausnahmezustand. Wie schätzt du das ein? Ich höre immer Unterschiedliches. Manche, die jetzt schon fast ein bisschen optimistisch sind, dass irgendwie, dass es doch, dass die Mehrheit doch dagegen stimmen wird, gegen die Reform. Aber ja, du hast mehr Kontakt zu Leuten vor Ort und vielleicht auch ein Gefühl. Also es ist, das ist ein super großes Thema, aber um das so kurz wie möglich zu sagen, glaube ich, ist es, ich habe vorhin schon gesagt, es kam immer schlimmer, als man irgendwie gedacht hat, deswegen ist es unheimlich schwierig, gerade so eine Hoffnung zu entwickeln, dass sich irgendwas durch dieses Referendum verändert, also nach dieser Wahl, weil es sieht tatsächlich so aus, dass eine Mehrheit dagegen stimmen wird, also das sagen sehr viele verlässliche Quellen, weil auch innerhalb der Regierungspartei sehr große Kämpfe stattfinden. Die finden es alle nicht so geil, die ganze Macht an eine Person abzugeben, verständlicherweise. Es ist nicht so, wie es immer dargestellt wird, dass die ganze Türkei unbedingt will, dass Erdogan irgendwie alles beherrscht. Das ist nicht so. Aber die Frage ist natürlich, wird dann das Wahlergebnis akzeptiert? Wird dann nochmal gewählt? Wird überhaupt gewählt? Es kann auch sein, dass die Wahl abgesagt wird, steht so gerade im Raum.
Deswegen, ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist es auch, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, es ist egal, aber es ist, de facto befinden wir uns schon in einer Diktatur, in der keine abhängige Justiz herrscht, in der alle, die ihre Meinung sagen, hinter Gittern kommen, wenn es nicht auf Regierungslinie ist. Diese neue Verfassung sollte es nur stabilisieren. Und ja, ich weiß nicht, wie sich das jetzt, also keine Ahnung, es sieht schlecht aus. Letzte Frage, was glaubst du, wie es mit Hazal weitergeht? Bei Hazal habe ich ein bisschen mehr Hoffnung. Ich kriege immer schlechtes Feedback zum Ende dieses Romans. Meine Mutter hat mich angerufen und gesagt, ich soll in der zweiten Auflage ein alternatives Ende schreiben, weil sie nicht so glücklich damit war und es ihr zu negativ ist. Ich finde es nicht negativ. Also verrate es jetzt nicht, aber für mich ist es ein hoffnungsvolles Ende. Und ich habe das Gefühl, dass Hazal die echt über die Geschichte hinweg so viele Dinge irgendwie gemeistert hat, auch wenn sie echt nur Scheiße, also viel Scheiße gebaut hat und sehr viele falsche Entscheidungen getroffen hat, hat sie gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen. Deswegen habe ich eigentlich große Hoffnung, dass aus ihr noch viel werden kann, in dem Sinne jetzt nicht, dass sie Medizin studiert und die beste Ärztin der Welt wird oder so, aber dass sie auf jeden Fall eine Person ist, die Potenzial hat, über sich hinauszuwachsen und halt einfach auch den Mut dazu. Vielen Dank, Fatma. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.